Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute gibt's richtig leckere Ofenkartoffeln. Ich habe schon gesagt, das wird auf jeden Fall die nächste Idee für unser Silvesterbuffet, denn es lässt sich hervorragend vorbereiten. Das Einzige, was wirklich Zeit kostet, ist die Kartoffeln abzukochen, die dann nochmal im Backofen zu garen. Aber der Rest ist wirklich ganz simpel, ist super gut vorzubereiten. Und der Rest, also es ist quasi so ein gemeinschaftliches Essen, finde ich. Man stellt alles auf den Tisch und jeder kann sich seine Ofenkartoffel so zaubern, wie er sie haben will. Und ich würde sagen, wir starten auch schon mal direkt los mit den Zutaten. Als Base für die Ofenkartoffeln benötigen wir einmal 4 bis 6 große Ofenkartoffeln. Nehmt einfach die größten die Kartoffeln, die ihr haben könnt. Am besten vorwiegend mehlig kochende. Das sind jetzt auch keine mehlig kochenden, aber ihr seht, es funktioniert sogar mit solchen. Sucht euch einfach schöne große Kartoffeln aus, das ist wichtig. Und 2 Esslöffel Salz. Und dann natürlich noch Wasser bis oben hin, damit alles abgedeckt ist. So, und jetzt nehmt ihr euch den größten Topf, den ihr habt, gebt da die Kartoffeln rein. Die sollten auf jeden Fall schön flach drinnen liegen können. Schüttet das Ganze mit Wasser auf und dann erhitzt ihr den Topf. Und sobald das Wasser kocht, gebt ihr 2 Esslöffel Salz hinzu. Und dann lasse ich die Kartoffeln, weil das Kartoffeln von meinem Papa aus dem Garten sind, die sind so ein bisschen festkochender, das sind leider keine mehlig kochenden. Und die brauchen immer ein bisschen länger, deswegen lasse ich die auf jeden Fall 30 Minuten kochen. Wenn ihr jetzt mehlig kochende habt und wisst, die sind schnell gar, dann reichen auch 20 Minuten aus. Jetzt nehmt ihr euch ein Backblech oder eine Art Stoneware zur Hand, die von der Größe aus passt. Denn denkt dran, 2/3 sollte der Stein immer belegt sein. Deswegen nehme ich jetzt die große Ofenhexe, gebe da alle Kartoffeln hinzu und lasse dann die Kartoffeln im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für in etwa 50 Minuten garen. Wichtig ist, also guckt einfach, wie groß eure Kartoffeln sind, wie gesagt, welche Sorte es ist. Ansonsten kommt ihr mit Sicherheit auch schon mit 40 Minuten aus. Macht einfach mit der Gabel so einen kleinen Stich rein und dann seht ihr nämlich, ob die innen drin weich ist und ob die schon gut genug ist. Und danach geht es auch schon ans zweite Anrichten. Und ich zeige euch jetzt gleich erstmal den Belag für unsere Kartoffeln. Ihr könnt die natürlich, also die sind ja absolut variabel. Die Sour Cream ist für alle die gleiche Base. Und danach, was ihr drauf tut, ist eigentlich, da könnt ihr all euren Gelüsten freien Lauf lassen. Ich mache es jetzt mit Speck und roten Zwiebeln. Man kann es aber auch genauso gut mit Räucherlachs und zum Beispiel auch frischen Pilzen, wenn man die schön in der Pfanne anbraten. Aber ich zeige euch jetzt erstmal ganz schnell meine schnelle Variante. Für die Sour Cream benötigen wir einmal 200 Gramm, also 2 Becher Schmand, a 250 Gramm. Dann benötigen wir noch Pfeffer, 1/2 Teelöffel Salz, eine Knoblauchzehe und 1/2 Bund Schnittlauch. Für diese Sour Cream verrühren wir den Schmand in einer Schüssel, wo wir genügend Platz haben, um umzurühren. Würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer. Dann schneide ich da auch noch feine Schnittlauchröllchen hinein und presse noch eine Knoblauchzehe rein. Das schmeckt wirklich super lecker. Dann einfach alles umrühren und dann sind wir auch schon damit fertig. Den Speck, den dünste ich einfach in der Pfanne auf mittelhoher Hitze an. Und die Zwiebeln, die schneide ich, oder ich bevorzuge jetzt auch die roten Zwiebeln, denn ich finde, die schmecken immer noch mal so ein bisschen aromatischer und sanfter. Und die schneiden wir einfach in schöne Scheiben, geben die dazu und dünsten die mit an. Und dann sind wir damit auch schon fertig.
finde, Lauchzwiebeln passen dann obendrauf als Topping auch perfekt. Die schneiden wir auch nur in dünne Scheiben. Am besten gebt ihr, wie gesagt, einfach alle Topping-Varianten in ein Schälchen auf den Tisch und könnt die dann nach und nach schnibbeln und dann schon mal hinstellen. Und dann warten wir jetzt eigentlich nur noch auf die Kartoffeln. Ganz wichtig, die Schnibbelsachen sollten erledigt sein, wenn die Kartoffeln fertig sind. Denn sobald die aus dem Ofen kommen, geht es auch schon ans Eingemachte. Dann nehmt ihr oder verteilt einfach auf jeden Teller eine Ofenkartoffel und dann kann sich jeder einfach mit der Gabel da so ein, oder entweder mit der Gabel so einen Strich reinmachen oder mit dem Messer. Und dann stampft man quasi mit der Gabel das Innere durch, gibt dann ein bisschen Butter und den geriebenen Käse hinzu, vermengt das Ganze und dann ganz wichtig, mein Tipp, gibt dann nochmal ein bisschen Käse drüber und vermengt das nochmal. Also zwei Portionen Käse sind schon wirklich das ein Muss, dann schmeckt das wirklich viel, viel besser. Und jetzt kann sich jeder einfach seine Kartoffel so belegen, wie er sie haben will. Also ihr Lieben, ihr seht, das ist wirklich ein super einfaches, super leckeres Gericht, was ihr wirklich gut vorbereiten könnt. Wenn man natürlich alles schön plant, hat man dann auch keinen Stress am Ende. Ich finde, das Rezept passt jetzt auch gerade perfekt in die Erntezeit, denn die Kartoffeln waren jetzt auch frisch geerntet aus dem Garten. Aber ich finde, es passt auch genauso gut zu einem Wochenende, wenn man einfach ganz gechillt am Wochenende mit Freunden oder mit der Familie zusammensitzt und dann so ein gemeinsames Essen haben will. Dafür eignet es sich wirklich perfekt. Das Rezept verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Meinen Shop verlinke ich euch auch unten. Wenn ihr da drin stöbern wollt, könnt ihr gerne gucken. Und was mich auch sehr freuen würde, ist, wenn ihr mir mal in den Kommentaren schreibt, was euer Lieblingstopping obendrauf ist. Ich finde immer, so kann man immer noch so ein paar Inspirationen sich gegenseitig ankurbeln. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.